Für mich ist das Nationalteam das Aushängeschild des österreichischen Fußballs. Es ist für das gesamte Unterhaus in Tirol fußballbezogen wichtig, weil die fußballbegeisterten Jugendlichen ihre Vorbilder so hautnah erleben. Man hat mir auch im Vorfeld berichtet, dass sich die Nationalmannschaft bei Trainings sehr publikumsfreundlich verhalten hat. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Für unsere Jungs, und das kann ich nur sehen, also wenn wir draußen über die Nationalmannschaft reden und ich habe jetzt einmal ein Nationalteam-Trikot von mir da draußen liegen gehabt, dann fragen sie mich schon, hallo Trainer, ist das der Stress von der Nationalmannschaft? Also die Nationalmannschaft ist sehr präsent, auch aufgrund der letzten Siege, die wir jetzt gehabt haben. Und ja, wenn man so von Zielen redet oft bei den jungen Spielern, dann ist schon österreichischer Nationalspieler weit oben. Und das macht mich schon stolz. Die österreichische Nationalmannschaft hat mit Alessandro Schöpf einen Tiroler, hoffentlich in der Grundaufstellung. Das ist für unsere Burschen in Tirol besonders wichtig, weil sie auf diese Art und Weise erkennen können, dass auch über unsere Ausbildung der Weg ins Nationalteam führen kann. Ja, ich denke, dass unter Franco Foda definitiv die heimischen Spieler wieder mehr Chancen bekommen im Nationalteam. Man sieht das auch. Und sie zeigen mit ihren Leistungen im Training, aber auch im Spiel, dass das durchaus gerechtfertigt ist, dass man auf sie setzt.